Hallo Leute, dies ist ein Reaktionsvideo und zwar reagiere ich auf ein Video von spirituelle Anarchistin Transjulia mit dem Titel Atheismus TV ist unfair. Atheismus TV. Ja, eigentlich müsste es heißen die Leute von Atheismus TV, aber okay, ich glaube, wir wissen, was da gemeint ist. Und einerseits freut es mich, dass jemand auf unsere Sendung reagiert. Ne? Aber andererseits hätte mich natürlich Kritik mehr gefreut, wenn sie von einer mehr, da sagen wir mal, objektiven und besser informierten Quelle gekommen wäre. Aber ich bin ja fair und gehe das Schritt für Schritt durch. Das Angriffsvideo, nicht meine Wortwahl, ist fast eine halbe Stunde lang. Und der Beitrag ist recht langatmig und schleppend. Zunächst das Einfachste. Unser Atheismus-TV-Kanal ist gerade mal anderthalb Monate alt und wir haben nur bisher vier Sendungen gemacht, in denen wir Leute nicht namentlich oder persönlich eingeladen haben. Es ist ein Call-in-Prinzip, das heißt, jeder kann mitmachen. Und anders als bei Julia hier gibt es bei uns keine falschen oder richtigen Gottessysteme. So eine Einteilung oder Wertung gibt es bei uns nicht, weil wir uns das nicht anmaßen, hier den Richter zu spielen. Für uns gibt es nur eine einzige Aussage. Es gibt keinen guten Grund zu glauben, dass Götter existieren. Basta aus. Das war schon. Und sobald mir jemand einen guten Grund nimmt, warum ich glauben soll, dass Götter existieren, dann bin ich hier raus und folge dem guten Grund. Ist ja klar. Auch gehöre ich nicht wirklich einer Gruppe an. Naja, okay, ich bin in einer Bowling-Mannschaft und bei anderen und helfe beim Aufbau von PCs und Satellitenempfängern und weiß ich was alles, aber ich gehöre eben keiner spirituellen oder ideellen Gruppierung an. Wie gesagt, dass es einfach die Atheisten immer in der Überzahl sind. Naja, ob die eine oder andere Meinung mehr Verfechter hat oder nicht, ist erstens egal und zweitens nicht kontrollierbar bei einer Call-in-Sendung. Wir wissen doch vorher nicht, wer reinkommt und wie viele mit welcher Meinung oder mit welchem Glauben. Auch stehe ich jederzeit für ein 1-zu-1-Gespräch zur Verfügung. Auch ein moderiertes und streng getrenntes, alles kein Problem. Und das habe ich ja auch bereits des Öfteren gesagt. Es geht doch um die Wahrheit. Und da ist die Menge egal, ob das 5 oder 50 Personen, ob die die Wahrheit sagen, ist doch völlig Schnuppe. Wenn ein Mensch mit Gott, also ein Theist, zu uns kommt und seinen oder ihren Glauben darstellen will, dann ist es doch automatisch so, dass meist zwei unterschiedliche Menschen von uns da sind, der Klaus und ich. Und auch unterschiedliche Ausrichtungen haben und daher auch andere Fragen. Wenn ein Theist mit seinem Gott nicht gegen zwei menschliche Ungläubige ankommt, na, da stimmt ja sowieso was nicht, oder? Also das Argument, dass wir immer zu zweit dort sitzen und dieses dann unfair ist, sorry, nee, das lasse ich nicht gelten. Wie man das nimmt, na, es ist ja auch Kritik führt ja auch zur Verbesserung. Nee, Kritik führt nicht automatisch zur Verbesserung. Und ich finde es abartig, dass hier bei einer Unterhaltung, wie beim Kaffee nach dem Essen, sich Menschen unterhalten, ich auch noch Stift und Notizzettel dabei haben soll. Wir haben hier keinen formal-juristischen Debattierkanal. Wir unterhalten uns. Und wenn ich Fragen stelle, dann erwarte ich einfach nur eine Antwort und nicht irgendwie einen Vortrag oder einen Sermon. Wenn jemand ein Argument hat, dann kann diese oder dieser, egal wie viele da sind, vorbeikommen, die Plattform benutzen, dies kundzutun. Und wenn das dann überzeugend ist, dann sage ich zumindest das dann auch oder ich widerspreche. So geht das. Das ist nicht unfair, sondern normal. Dass die Atheisten verlangen, dass man Gott beweisen soll. Ja? Warum gehen sie nicht her und beweisen erstmal, dass es Gott nicht gibt? Ja, das ist natürlich extrem unfair. Warum sollte ich auch beweisen, dass ich auf einem Drachen ins Büro geflogen bin? Das muss man mir doch einfach glauben. Beweis mir doch, dass ich nicht auf einem Drachen ins Büro geflogen bin.
Jetzt sage ich nichts mehr dazu. Doch, sage ich. Wir haben ja bewiesen, dass es Götter zum Beispiel mit den Attributen wie allmächtig oder so, dass es die nicht gibt, weil es sie nicht geben kann. Was müssen wir denn noch tun? Das ist halt die völlige und totale Ignoranz, gepaart mit Unwilligkeit, sich da ein wenig zu bilden, aber trotzdem den Mund weit aufmachen. Ey, also, ich habe das doch so oft erklärt. Wir brauchen nicht zu demonstrieren oder zu belegen, was wir gar nicht behaupten. Aber derjenige, der etwas behauptet, muss es auch belegen können. So einfach ist das doch. Und das Beispiel, das jetzt folgt, zeigt, dass der Gast ausreden und in Ruhe sein Argument vorbringen kann und auch noch in seinen Aussagen bestätigt wird. Was ist denn da jetzt unfair? Und erst als er fertig ist, wird eine Frage gestellt, die er nicht beantworten kann. Aber das ist ja egal. Es geht ja jetzt nicht ums Prinzip. Was ist denn da unfair? In einem anderen Livestream hat, glaube der Stefan gesagt, ja, warum gibt es das Böse? Warum gab es Hitler? Naja, das ist jetzt wirklich unfair in meinen Augen, weil ich das meines Wissens nach nie gesagt habe. Ich sehe spirituelle Anarchistin Transjulia hier, sie versteht nicht viel. Ich habe mal gefragt, und ich vermute, hier kommt das her, ob es für einen allmächtigen und allwissenden und allbarmherzigen Gott wirklich die beste Lösung ist, dass es für den Erhalt einer Wespengattung andere Tiere, dass die dann qualvoll gefoltert werden müssen und auch umkommen. Und da gab es halt keine Antwort drauf, aber ich glaube, daher stammt dann irgendwie diese Aussage. Der Punkt ist einfach, es geht ja immer um das Ziel, dass man diesen Gott belegen soll. Nein, man sollte alles, also jede Behauptung belegen, zumindest belegen können. Nicht nur Götter und Göttinnen. Sonst müsste ja jede Behauptung geglaubt werden. Und das ist ja Quatsch. Warum verstehen das manche nicht? Und nochmal nein, es ist nicht schwierig, die Existenz von Göttern zu beweisen, sondern unmöglich. Menschen haben das seit zigtausenden von Jahren probiert und sind stets an der Realität gescheitert. Kinder, kommt mir doch mal mit Argumenten und nicht Behauptungen. Bringt doch mal richtige Argumente und nicht so ein Kinderkram. Natürlich wirke ich arrogant, wenn ich mit Sachen vollgeballert werde, die ich seit 10 Jahren höre und sich bei mir jedes Mal die Zehennägel hochklappen, wenn ich das höre. Es ist doch nur Blödsinn. Gibt es irgendetwas, was in einem Gottesbuch oder über irgendeinen Gott behauptet wird, wo wir sagen, wow, danke, diese Fakten für dieses Phänomen in der Natur, das hat uns bisher gefehlt. Nein, wir Menschen haben herausgefunden, was Blitze, Donner, Wind und Wolken sind. Wir brauchen doch keine Götter mehr. Ja, ich weiß, dass sich das arrogant anhört, ist aber so. Was ich für bemerkenswert halte, ist das ständige, Gott macht Sinn, wenn man nur Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das heißt, man muss immer vorher etwas haben oder annehmen oder irgendwas, bevor ein Gott Sinn macht. Für mich müsste ein Gott an sich und in sich selbst Sinn machen, ohne vorherige Annahmen. Sonst ist das doch kein Gott. Herrgott nochmal. Der Punkt ist einfach, dass diese Atheisten niemals einen Beweis akzeptieren werden, ja, von Gott. Die würden das einfach nicht akzeptieren. Die wollen das einfach nicht glauben. Wer genau ist jetzt hier arrogant? Also ehrlich, also ich verstehe es voll und ganz, wenn jemand sagt, das Dasein bedarf einer Erklärung und mangels einer wissenschaftlichen Theorie setze ich einen übernatürlichen Platzhalter ein. Das verstehe ich, weil der dann meine Erwartungen erfüllt. Klar, das macht Sinn. Nur bei mir ist es so, dass ich das nicht brauche. Wir haben kluge Köpfe, die forschen nach dem Ursprung von Universum, Leben und Bewusstsein. Daher lege ich mich heute noch nicht fest und entscheide mich, sobald Fakten vorliegen. Bis dahin bleibe ich unentschieden. Mehr nicht. In meinen Augen ist das ehrlich und deckt sich mit meinen persönlichen Anforderungen an Integrität. Ja, und da macht es ja gar keinen Sinn, ihm das jetzt so zu beweisen. Die Heuchelei hier, die wird Julia anscheinend gar nicht bewusst. Klaus etwas ohne Grund zu unterstellen
Und dann auch noch so zu tun, als ob das erwiesen sei und eine Tatsache, das ist doch pure Heuchelei. Wenn man anderen vorwirft, sie seien arrogant oder unfair, und dann so zu handeln, Mann, Mann, Mann. Nee, also dazu dann noch diese kritiklose Akzeptanz von Inhalten in Büchern, die lediglich die eigenen Annahmen und den eigenen Glauben bestätigen, ohne jegliche Prüfung oder Skepsis. Da kann man mal wieder sehen, zu was für Fehlleistungen das menschliche Gehirn fähig ist. Im Video hier haben wir ein super Beispiel, bei dem ein Gast etwas sagt, ein Beispiel bringen will, dann in dem Beispiel ein weiteres Beispiel für etwas in dem Beispiel und dann in diesem dann ein weiteres Beispiel von und so weiter. Und da weiß ich doch hinterher nicht mehr, worüber es am Anfang eigentlich ging. Und obwohl es extrem anstrengend war, hat er ausgeredet. Was ist denn da jetzt unfair dran? Ja, bei einem Gott ist es doch immer so, dass der sich das alles ausgedacht hat. Das ist doch eh klar. Ja, aber das hat doch Darum auch geht's Klaus ja. gerade gefragt. Woher weißt du das Wieder alles? unterbricht er. Das ist, habt ihr gemerkt? Ja. Wieder ständig unterbricht. Als der Gast etwas sagt und ich der Meinung bin, er sei fertig, stelle ich eine Frage. Und Julia hier springt sofort auf. Ich würde unterbrechen. Naja, ist das Unterbrechen? Ich weiß es nicht. Also, ja, okay, ich unterbreche, wenn es zu wild wird und zu viel wird und wenn es wirklich, also absolut falsche Annahmen sind. Aber hier habe ich doch nicht unterbrochen. Ich unterbreche höchstens, wie man das in jeder Unterhaltung macht. Aber also sonst doch nicht. Die Atheisten behaupten ja, dass diese Energie kein Nee, Bewusstsein Atheisten hat. behaupten gar nichts. Behaupten doch. Nein, der Richard ist Atheist. Der Atheist hat. Hey, ich kann diesen Quatschkopf nicht mehr mit anhören, diesen Kasperkopf namens Stefan. Also, es ist wirklich wahr. Also, es ist echt ohne Scheiße. Die Atheisten behaupten gar nichts. Ja, von wegen. Die Atheisten behaupten, dass nach dem Tod das Nichts kommt. Das große Nichts ist eine schwarze Naja, Leere. leider schon wieder etwas, was von Ignoranz geprägt ist. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, das Wort Nicht-Theist, also Atheist, zu definieren und dann auch noch zu zeigen, was die gängigsten Denkfehler sind bei Menschen mit Götterglauben. Und hier passiert dann genau das. Warum? Ich meine, ich lerne, ich frage, ich studiere, ich gebe mir alle erdenkliche Mühe, etwas über Götter zu lernen, bevor ich mal vorsichtig in Diskussionen mit Theisten einsteige. Und hier sieht man einen gänzlich ungebildeten Menschen, der völlig unbedarft loslegt, ohne einen Hauch von Ahnung oder Bildung, was Atheisten angeht. Also mir wäre das peinlich.